Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. In der letzten Folge, Moment, sind wir aus der Dingsbumsis dunklen Höhle rausgekommen und sind jetzt in Lavandia. Der Psycho-Stadt, ja. Und wir werden jetzt hier reingehen. Ich glaube, hier gibt es noch nicht mal einen Pokémon-Laden. Auf jeden Fall, also einen Pokémon-Laden. Kaufen Sie sich jetzt Ihr Enton. Bei Ihrem Schwarzmarkt des Vertrauens. Nein, ich meinte eigentlich hier... versteht sich. Ich werde jetzt meinen Magnetilo rausschmeißen. Es war doch ein Magnetilo. Ich habe keine Ahnung. Da steht Blitz. Ich weiß schon gar nicht mal, wie das Vieh heißt. Und nehme... Wow. Haben sich immerhin schon viel angesammelt, ne? Ohne dass ich es wollte. Nimm mein Glutexo mit. Und dann werden wir hier mal ein paar Leute anquatschen. Ich habe gesehen, wie Dragossus Mutter vergeblich versuchte, Team Rocket zu entkommen. Genau, Knogger. Knogger! Entwickelt er sich eigentlich... Nee, Dragosso ist ein Pokémon, was sich nur entwickelt, wenn man es rübertauscht, ne? Team Rocket würde für Gold alles tun. Ich allerdings auch. Na, eigentlich ja nicht, aber... Also, strippen jetzt nicht unbedingt, aber... Dragosso trägt auf dem Kopf eine Schädelmaske. Man zahlt dafür eine Menge... Aha. Und was ist mit den wilden Pokémon? Ich meine, kaufen die sich auch alle diese Schädelmaske? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Sieht ja normalerweise anders aus, oder was? Hä? Karneval? Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die Team Rocket auf dem Gewissen hat. Nein, keine Sorge, so toll ist Team Rocket gar nicht. Die können einfach nichts. Glaubst du an Geister? Ja, echt? Hätte ich nicht gedacht. Wieso nicht? Glaubst du an Geistern? Haha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Was? Pikachu, hast du die weiße... Pikachu war das bestimmt. Der klebt mir manchmal Zettel auf dem Rücken, so von wegen, lach mich aus und so. Moment. Bleib doch mal stehen, Kumpel. Er sagt, glaubst du an Geister? Echt? Hätte ich nicht gedacht. Lustig wäre es jetzt, wenn du sagst, nein, echt, hätte ich nicht gedacht. Wie jetzt? Das hatten wir schon. Jetzt bist du dran, Kumpel. Ihr steht hier also voll auf dem Haufen. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Andachten? Sowas wie Schweigeminuten eventuell? Das Wort höre ich jetzt zum ersten Mal. Mr. Fuji, glaube ich, ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das ist doch der Freak, der mit der Pokéflöte da war, ne? Nido! Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist der, oder Fujis, er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Oh, gib mir das Enton! Gib mir das Enton, ganz im Ernst, was ist denn hier? Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnehmerkarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Scheiße. Aber ich wollte doch so sehr mitmachen. Nein. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Hier hinten sind ja auch noch Pokémon. Scheiße. Ich glaube, ich könnte mir jetzt sogar mein Enton holen. Das Problem ist eben halt, ich musste dann wieder durch die Höhle. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall die Pokéflöte. Hi. Das ist der Freak, der den Namen ändert. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Von welchen... scheiße, ich hätte mal Blitz, hätte ich mal reinnehmen sollen. Pikachu. Der Spitzname ist Pikachu, oder? Ein schöner Name. Gefällt er dir immer noch, oder möchtest du ihn... Bist du jetzt so ein... Warte mal. Shillock. Der Spitzname ist Shillock, oder? Ein schöner Name. Ja. ich habe eine Idee. Aber... Einfach mal, um das zu testen. Aber das Problem ist, ich bräuchte hier einen Ball. Ich bräuchte mal Bälle. Aber meine stehen leider nicht zur Verfügung in dem Sinne. Ich hasse Team Rocket. Du siehst aus wie Misty. Dragossos arme Mutter. Sie konnte Team Rocket einfach nicht entkommen. Dragosso! Ich würde gerne mal ein Pokémon fangen und das Andreas nennen. Oder Asi. Oder Hartz IV. Und dann einfach mal testen.
Ah, danke schön. Genau das habe ich gesucht. Na, passt doch. Hi. Du siehst ja komisch aus. Ich glaube, den Sprite sehe ich zum ersten Mal. Ich suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Mir war so, als hätte ich gerade eine Stimme hinter mir gehört, aber es ist okay. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegte Pokémon wieder in Kraft geben. Oder da habe ich mir gerade bestimmt wieder was Episches zusammengereimt. Okay. Beleber, ja. Ist das jetzt dein Ernst? Ich wollte gerade sagen. Nehmen wir mal zwei mit. So. Und dann fange ich mir jetzt mal irgendein Assi. Aber dazu müsste ich erstmal eine Wiese finden. Und das ist hier nicht so einfach. Also dann doch wieder hoch, ne? Und das Ganze werde ich dann mit meinem Sherlock probieren zu schwächeln. Also ich werde da mal Blubber einsetzen und gucken, ob das Ganze funktioniert. Wenn nicht, dann ist auch okay. Oh Gott. Blubber! Nein? Okay. Ah, alles klar. Gut, dann setze ich mal hier Tackle und das war zu... Oh Gott! Panzerschutz! Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht für Tackle? Oder für Blubber? Tja. Machen wir mal für Tackle. Das ist eigentlich jetzt die Attacke, die ich jetzt gebraucht habe für so einen scheiß Zubat. Aber machen wir mal Verteidigung. Ja, das ist ja offensichtlich. Biss. Biss. So, und dann fange ich dieses Pokémon jetzt just for the lols. Wo ist denn das hier? Ja, ganz unten, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Pokéball flieg, flieg. Kleinstein wurde gefangen. Und jetzt missbrauche ich dich. Also im Sinne von Namen. Änderung. Kleinstein sonnt sich gerne auf Gebirgsfahrten. Tritt man auf Kleinstein, wird er, keine Ahnung. Manchmal drücke ich auf den Knopf, obwohl ich gar nicht will. Genau. Jetzt hätte ich doch beinahe, haben wir hier nicht irgendwie Zahlen? Keine Zahlen? Gott zum Ernst? Harzi weiblich. Ja. Harzi weiblich wurde auf Bilds Porno-PC übertragen. So, jetzt muss ich jetzt mal hier... Ich wollte gerade sagen, wenn ich die Leiter... in dem Sinne ist es eine Leiter, auch wenn es keinen Sinn macht. Wenn ich die Leiter jetzt nicht gefunden hätte, ne? Ganz im Ernst. So, dann holen wir uns mal unseren Harzi. Harzi weiblich. Okay, ja, wir legen dann auch schon den Sherlock ab. Just for the lols. Level 16. Habe gar nicht aufs Level geachtet, okay. So, gucken wir mal, was der Alte zu sagen hat. Das war das Falsche. So. Lalal, hallo, so. Der Spitzname? Genau, ein schöner Name, ja. Du bist ein Arschloch, bist du ganz im Ernst. Hi, ich bin Pokémon-Spezialist. Ich bewerte deine... Arschkriecher nennt man das, weißt du? Arschkriecher. Da fällt mir auch so ein, da gab es mal einen Livestream, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber da gab es mal einen Livestream. Da war auch ein Let's Player, ein etwas bekannterer. Und er hatte einen Gast gehabt und dieser Gast, also sie haben da, ich will nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall, hatte der keine eigene Meinung, er hat immer alles nachgeplappert und ja, das sehe ich genauso und stimmt, hast recht und sowas kann ich absolut nicht leiden, weißt du? Das ist so eine Arschkriecherei, so unglaublich dumm. Weil er möchte sich ja natürlich nicht bei dem Let's Player unbeliebt machen und so und er hatte ja bei dem Livestream, hatte er glaube ich, wie viel hatte er, 5000 Zuschauer und so, ne, aber gut. Falls einer jetzt spontan auf irgendeinen Namen kommt, bitte nicht in die Kommentare schreiben. Mir geht es jetzt nicht darum, über ihn zu lästern, aber es ist mir gerade nur eingefallen. Ja, ich würde mal sagen, es ist eigentlich scheißegal, welches Pokémon wir jetzt reinnehmen, weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt so schnell wie es geht diesen Orden. Links
Macht keinen Sinn. Ich glaube, da geht's gar nicht. Ich probiere jetzt hier mal hinzukommen, ohne von einem Trainer erwischt zu werden. Wobei, das geht nicht. Da hinten ist, glaube ich, ein Trainer, den man nicht ausweichen kann. Deswegen werde ich jetzt mal hier lang gehen, weil ich glaube, dass es hier nach Prismania City geht. Wenn ich jetzt eine Karte hätte, da wüsste ich Bescheid. Moment. Hier sind doch immer Karten, oder nicht? Ja, jeder hat Karten von der Welt. Ich kann nur nach oben oder nach unten. So. Das ist Lavandia, Pokémon-Turm, Route Saphonia City. Da waren wir, oder? Klar, da ist ja dieses scheiß Relaxo. Und dann... Fuxania City nicht. Wie komme ich denn da... Wie gesagt, ich kann nur nach oben und unten drücken und er macht diese Route selber. Urania City, nee, Moment. Hä? Urania City waren wir. Und da... Saphonia City. Was war denn jetzt Saphonia City, oder? Vielleicht ist das... Moment, die Stadt, die ich suche, heißt Prismania City. Ganz im Ernst, da bin ich doch jetzt nicht bescheuert, oder? Prismania City, da will ich hin. Aber wie komme ich da hin? Ja gut, werden wir uns einfach mal überraschen lassen. Auf jeden Fall sind da unten Wasser-Pokémon. Das heißt, ich setze jetzt erstmal mein Pikachu ein. Und dann gucken wir mal weiter hier. Hi. Na, da ist ja gar keiner. Okay. Da unten auch nicht. Ich meine, ich brauche die Pokeflöte von da oben. Wahrscheinlich komme ich auch gar nicht weiter. Bei diesem scheiß Relaxor. Ne? Halt, stopp! Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Aha, da kann man dann spannern, ja. So, falls einer mal baden geht und so. Hi Misty, 2. Oder 3 oder 4. Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebeten. Ich gebe dir diese TM, ich benötige sie nicht mehr. Länger. Ich dachte schon, mein Beutel wäre wieder voll. Aber da passt noch so einiges rein. Hehe, ja. Hi. Sternschauer. Oh, ich dachte gerade, okay, Pikachu und Sternschauer, okay, ja, doch, Tauboga, ja, TMs ist immer so eine Sache. Wie gesagt, ich behalte das alles und im Endeffekt können wir das alles mit Missing nur verdoppeln und dann haben wir unseren Spaß. Genau. So. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Auf jeden Fall Profi-Angel holen, das wäre schon mal was. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ja. Ich oder was? Gibt's keine weiblichen Angler oder was? Baldini, ja, du wirst jetzt erstmal eiskalt verrecken. Alter, ich schwöre bei Allah. Eigentlich ja bei Gott LP, aber hey. Oh yeah. Und Quapsel, hey. Aber das wäre echt assi, wenn's Enter nur an der einen Stelle gibt, ey. Da müsste ich ja schon wieder zurück und bla und Keks. Ich meine, das wäre in dem Sinne nicht schwer, wenn dieses scheiß Relaxo da nicht. Relaxo sollte ich mir aber auf jeden Fall fangen. Ich meine, falls ich mich dann aus unbekannten Gründen entschließe, alle Pokémon zu fangen, weil Relaxo gibt's nur einmal in diesem Spiel. Glaube ich zumindest. Und ja, das sollte ich mir auf jeden Fall fangen. Auch wenn dieses Scheißteil dann in dem Sinne nicht von mir benutzt wird, aber hey, es geht ums Prinzip. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Ja, was auch immer, der hat nebenbei beim Kämpfen noch geangelt oder was? Nein. Ich würde euch doch ganz gerne erstmal umgehen, einfach aus Prinzip, weil ich gerade keine Lust habe zu kämpfen. Ja. So, dankeschön. Ich möchte das einfach mal testen, ja, du Fettsack. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Oh Gott. Sportangelzone, ja, da unten kriege ich dann die Angel. Das ist ja wieder sehr toll. Dann schätze ich mal, wir hätten links hätten wir noch den Weg. Ich glaube, da geht sogar nach Prismania City, ne? Hoffen wir doch einfach mal. Aber da werden wieder einige Trainer auf uns lauern. Oh Gott, Moment. So, ne? Ja, alles klar. Dich habe ich dich penetriert, weiß ich gar nicht.
Ja klar. Gut, dann Leute, würde ich mal sagen, das war's heute mit Let's Play Pokémon Gelb. Ich werde mal gucken, ob ich mich irgendwie durch die Trainer sneaken kann. Also das, ja, das seht ihr ja dann. Ne? In dem Sinne, see ya.